Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute A Plague Tale Innocence. Und da werden wir einfach mal reinschauen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr komisch aus mit den Ratten da unten. Ich freue mich. Jeder, der Angst hat vor Ratten, sollte vielleicht nicht mit einschalten. Aber ey, bleibt dran. Wir gucken mal rein. Ich will spielen. Haben die Angst vor Licht? Hab noch ein paar schöne Tipps für euch. Okay. Erstens, das Erbe der Rui. Das Königreich Frankreich. Oh. Le Petit. Gut, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? 1948. Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Was machen wir jetzt? Also erstmal ist hier ein Hundi. Oh, gutschi, 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 gut. Oh, Hundi, Hundi. So, machen wir jetzt hier Kampfübungen? Was ist das? Okay, also grafisch muss ich ja schon mal sagen. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Guyenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Hallo, Mutti. Ja, also wie gesagt, grafisch ist, sieht es richtig nice aus. Guten Abend. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Oh. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte! Warum rennt ihr jetzt auf einmal so los? Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Was für eine Schleuder? Also okay, wir sind hier im 13. Jahrhundert. Nee, im 14. Jahrhundert, Entschuldigung. Und, Alter, ist ja... Magst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Also, wir sind im 14. Jahrhundert. In Frankreich. Und, Französisch kann ich gar nicht, Freunde, ne? Also für jeden, der hier Französisch kann, hier viel Spaß. Das Einzige, was ich kann, ist La Pomme Rouge. Der Apfel ist rot. Lieber sehen. Apfel rot. So, wir holen jetzt mal ein paar Steine. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Ey. Geh dich hinter diesen Stamm. Hinter diesen Stamm. Wirst du schießen. So soll es sein. Bin ich gespannt. Dann mal los. 1. 2, 3, 4, 5, weiter so, Amicia. 6, 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9. Da. Ja. Sieh mal eine an. Haben wir geschafft. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk. Ja, das ist richtig. Dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Was macht er? Oh, oh, das ist kein gutes Zeichen. Er hat einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell!
Lauf schon vor. Ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Ja, gut. Ist, glaube ich, ne, also du hast auch ein bisschen mehr an. Also rüstungstechnisch. Ich habe ja hier keine schwere Rüstung oder so. Wo ist der denn hin? Aber die Musik ist geil. Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Naja. Wo ist der hin? Okay. Da hinten ist er. Da bist du ja. Ich habe keine Steine. Was hast du gewittert? Lieber Himmel. Ein Wildschwein. Ein Wildschwein. Braver Hund. Was machen wir jetzt? Gefunden? Ein Wildschwein. Psst. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Okay, okay. Aber du musst näher ran. Ja, ja, ja. Bleib unten und versteck dich im Gras. Ja, im Gras. Mhm. Es trinkt. Das ist meine Chance. Kann ich denn auch geduckt? Also, mal, werden wir ja gleich sehen. Kann ich hier auch so... Nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Ja, das heißt jetzt, was mache ich denn jetzt? Weil ab dem Moment, wo ich ziele, steht sie auf. Kommt der jetzt hier wieder zurück? Oder muss ich zu dem hin? Wir gehen einfach mal ihm hinterher. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Ja, ich bin doch im Gras. Ja, beruhig dich. Und ist doch alles okay. So, wie kann ich den denn jetzt hier am Kopf treffen? Wieder zurück. Wie? Okay, warte. Nein. Was passiert? Na los, ich schaffe das. Ja. Seinen Kopf, ich muss den Kopf treffen. Was versuche ich denn? Ist ja nicht so, als ob ich das nicht probieren würde. Was ist er denn? Where do you go? Oh, da bist du ja. Von meiner Nase. Ey. Komm mit der Ruhe. Das Problem ist, wenn ich jetzt wieder ziele. Habe ich ihn jetzt getroffen oder nicht? Beruhigen Sie sich. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha! Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein! Schnell, Leon! Nicht die Spur verlieren! Oh, er heißt Leon! Ist ja gar nichts für Bianca, der Hund heißt Leon! Oh Gott! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich! Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Warum sieht es jetzt auf einmal so dunkel aus? Was ist los? Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück! Das Wildschwein. Es blutet. Okay. Ja, Mensch, setz da doch hoch! Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Ja, ich weiß jetzt nicht. Das sieht nicht so gut aus. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Das hat also ist verdächtig. Hat was von Resident Evil Waldmäßig. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. Leon, komm her! Leon! Nein.
Leon! Wer war das? Leon! Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort! Du Scheiße! Der arme Hund! Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Hugo? Amicia. Er war ein guter Hund. Das ist ja gar nicht gut. Ich habe sie noch nicht fertig. Hast du gehört, so, suche Beatrice in Hugos Zimmer. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Also ich muss sagen, also grafisch macht das Spiel schon auf jeden Fall alles. Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Einige wurden in der Nacht gebissen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Okay. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Engländer beißen andere Leute? Was sind das für Kommentare? Schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Bin ich hier richtig? Nein. Wo ist denn das Zimmer von... Ja, bestimmt. Also im Stall glaube ich nicht, oder? Also... Hey, muss ich hier durch? Wo muss ich hin? Warte mal, kann ich... Warte. Muss ich durch die Kirche quasi ins Dorfzentrum? Is it possible? Ja, es ist richtig hier. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Oh. Gar nicht gut. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Gabriel, ist Mutter oben? Da hast du ja recht. Sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Hallo? Warum läufst du? Schiebt die mich einfach weg? Wie, der Kleine hat Anfälle? Also, der Kleine ist unser Bruder. Ist aber für die damalige Zeit, ist es aber ein Riesenhaus. Hallo? Das ist ja mal gar nicht so klein. Ist der krank, der Kleine? Hat der unser Bruder irgendwie... Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Madame Beatrice? Luis, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, ja. In dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Also wir sind anscheinend sehr wohlhabend. Würde ich jetzt mal so tippen. Ansonsten hätten wir ja nicht so ein Haus und so eine Angestellten, hallo? Also. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht Schließ hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Ich bin leicht verwirrt. Werden die jetzt überfallen, oder... Also ich würde jetzt gerne schon mal rausgucken wollen, ne? Können wir hier so rausgucken, was hier draußen passiert? Hallo? Okay, hier kommen wir nicht rein. Verschlossen. Verschlossen. Und?
Verschlossen. Ich dachte, wir sollen zu dem Bruder. Oder ist er hier drin? Warte mal, der ist ja hier drin, ne? Lol. Achso, warte mal, kann ich die Tür auch zumachen und abschließen? Was? Nee, geht nicht. Schade. Was? Wie? Bücher. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Wo ist er? Hugo? Wie, guck mal. Er ist raus! Er ist... Fenster! Oder nee, doch nicht. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo? Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück. Ihr seid Geschwister? Warum kennt man sich unter Geschwistern nicht gut? Hä? Hat er gesungen? Nein, Señor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. What? Ist das Mama? Nee. Komm doch mal her. Komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Brauchen wir ja nicht. Wir können hier auch woanders hingehen. Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey, du. Was zum Teufel treibst du da? Na los. Los, der Kleine. Hm? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Er ist nur ein Kind. Leer! Fuck! Alter! Das wird sich leeren! Nein! Ich flehe euch an! Hugo ist nicht hier! Hey du! Bleib! Komm schon! Sag es nicht doch einfach! Halt! Wo ist Hugo Peru? Oh Gott! Hide and Seek! Komm, ich geh nicht runter! Du Scheiße! Also, was ist, was, warum? Amicia, was ist hier los? Ja, das würde ich auch gern wissen. Ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Machen wir das hier richtig? Also, ich hoffe. Oh mein Gott, Luis. Ist dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Ja, du, beruhig dich. Bitte. Oh. Alter, was ist denn? Was stimmt denn mit dir nicht? Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Nein, nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Sag schon, muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht, ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Ey, was? Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Gibt's hier keine Geheimgänge? Irgendwas? Keine Ahnung, wo ich mich verstecken könnte? Oh. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Ja, weg. Okay. Oh, Kinder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was geschieht hier? Ja. Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Okay, okay. Also, wir sind jetzt bei der Mutti. Und wir haben so ein... Wieso haben wir alle so ein... Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Okay, okay. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, wenn du Hugo alleine lässt, gerät er in Panik und macht die Gegner in der Umgebung auf sich aufmerksam. Leise, ja? Ja. Okay. Ja,
Also sollten wir ihn nicht lange alleine lassen. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Okay, okay. Wartet, Mama! Also, Hide and Seek mit der Mutti. Warum sind die auf der Suche nach diesem Jungen? Also ich meine, hat er irgendwas... Ich hab noch einen. Spezielles? Der Gärtner kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Magische Tricks? Ja, keine Ahnung. Der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blumen? Hat geklappt. Versteckt euch. Ich bin sicher, dass er alles erzählt, was er weiß. Hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du, stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastarde. Feiglinge. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Eine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Nein, Amicia. Deine Schleuder wird uns verraten. Du hast recht. Dieses Geräusch. Gut, gehen wir. Von da drüben. Okay, es geht auch ohne Schleuder. Wer hätte es gedacht? Au, mein Kopf. Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Oh. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Gut. Zumindest hat er den Vater. Ich komme gleich wieder. Komm lebend wieder, wir brauchen dich hier. Komm lebend wieder? Können wir die nicht einfach überwältigen? Also, irgendwie? So mit dem Stein? Wir nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Okay. So, Tabulator. Topf werfen. Was war denn das? Ja, das war ein Topf. Kuckuck. Los jetzt. Okay. Ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Aber vielleicht gar nicht so gut, den dahin zu locken. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriechst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Okay. Amicia wird dich loslassen und du kriechst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Und der macht auf der anderen Seite das Tor auf, oder wie? Also weiß er das? Dass er das machen soll? Gut gemacht. Oh ja, macht er. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Gnade! Gnade! Wartet. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Okay. Kommt mit. Also ganz schön spannend. Also so Hide and Seek. Folgt mir. Und man weiß nicht warum. Ja nun. Wo ist denn jetzt? Warum kommt er denn nicht mit? Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Was passiert? Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein. Aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo. Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Also, okay, hat der sowas öfter? Du kannst herkommen. Ja. Ja. Okay, lass uns weitergehen. Oh.
Okay, okay, so jetzt machst du das wenigstens. Danke. Okay, super. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Okay, wait. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Ja, ja, ja. So, jetzt machen wir Hide and Seek. Er dreht sich um. Dann holen wir uns so einen Top. Ich kann nur einen nehmen. Und dann schmeißen wir den. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Wirf den Top, um den Gegner abzulenken, um Hugo zu dir aufzuschließen. Okay, okay, okay. Let's do it. Ja, das war jetzt gar nicht so clever. Schade. Aber zum Glück haben wir hier noch einen Top. Ja, wie... Muss ich den denn hinschmeißen, damit die hier hinkommen können? Nicht. Ich sollte mich beruhigen. Ja, dann gehen wir wieder nach da hinten. Was soll ich denn da hinschmeißen? Hier dazu? Natürlich nicht. Warum auch? Gut. Letzter Versuch. Letzter Topf. Wo soll ich den denn hinschmeißen, dass er hier sagt, auf jeden Fall, hier ist meiner. Hier hin? Jetzt ernsthaft? Ich habe keinen Topf mehr. Nee, scheiße. Hier komme ich nicht hin. Wie mache ich denn das jetzt? Ich hab was. Ja. Ich bin hier. Du bist verschwunden. Nein, 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 ich. Alles gut. Scheiße. Wie mache ich denn das jetzt? Kann ich? Kann ich das so machen? Nein. Das reicht nicht aus. So jetzt? Zu wenig. Oh, Chat, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe ja nichts mehr. Einfach dahin? Nee. Ich habe keine Töpfe mehr. Muss ich mich jetzt catchen lassen? Also damit hier wieder Töpfe nachwachsen? Sicher, da drüben hat sie... Halt! Schön hier! Also, wird mir ja nichts anderes übrig. War da nicht in deiner Tasche noch was? Ja, ich hatte Steine. Ich hatte leider nur noch Steine. Und auf Steine hat er nicht reagiert. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Ja, ja, da drüben ja, ja. Sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Also, ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ja, sonst machen wir das mal anders. Mit den Töpfen. Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Warte. So, Topf ausgewählt. Was soll dieser Gast? Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Ja, komm. Los, kommt her. Beeilt euch. Gut gemacht. Nichts. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Ich komme. Oh. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja,
Aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Was war das für ein Geräusch? Okay. Ungefähr dahin, wie er... Was? Hin, wie er umdreht. Auf den Topf nicht so weit weg. Ja, das dachte ich mir am Ende jetzt leider auch. So, jetzt. Geh schon. Sicher. Mal los. Mal los. Okay, er ist ähnlich. Sehr gut. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Ja, psch, hier entlang. Sei doch leise. Folgt mir. Nicht so laut. Naja, ich weiß mit dem Topf. Jojo. Mein Schatz. Los, versteck dich. Schnell. Alles ist nicht gut. Gar nicht gut. Madame, Sie kommen. Alicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Nein. Schnell jetzt. Folgt dem Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, okay. Nein! Na was? Okay. Hugo, komm mit. Schnell. Tötet die Schwester, den Jungen braucht ihr leben. Hier lang. Was ist los? Wo ist Mama? Aber wir müssen jetzt... Oh Gott. Lauf, so schnell du kannst. Was? Du dem Kind. Die Erde geht. Hohohohohohoho. Das ist gar nicht gut. Sie sind direkt hinter uns. Ja, sie sind... Ja. Und vor uns. Nee, das funktioniert nicht, also alles. Gott. Wo sollen wir nur hin? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist da im Boden, Amicia. Werden wir sterben? Hoffentlich nicht. Wir müssen sie loswerden. Oh nein, sie sind überall. Was sollen wir tun? In den Fluss springen. Tiefluft holen.